Ja, hallo. Mein Name ist Stranzenbach, meine Freunde nennen mich Eddie und ich befinde mich im Widerstand mit diesem Unrechtsstaat und mein Mittel des Widerstands ist der Steuerboykott auf ganz legale Art und Weise. Ich praktiziere Steuerboykott schon seit etlichen Jahren, zumindest mal bisher mit dem Erfolg, dass ich in den letzten 3 oder 4 Jahren keine Mehrwertsteuer mehr bezahlt habe. Ich bin Kleinunternehmer, also ich habe ein Ingenieurbüro, und indem ich seit den letzten 5, 6 Jahren keine Einkommensteuer bezahlt habe. Und ich erzähle euch, wie das geht. Man stellt sich mal vor, wir kaufen uns ein paar Winterschuhe und bekommen dafür natürlich eine Rechnung mit Mehrwertsteuer und verlangen jetzt diese Mehrwertsteuer von unserem Finanzamt zurück. Dann hat das Finanzamt ein Problem. Es muss nämlich, um diesen Anspruch auf Rückzahlung niederzuschlagen, eine Rechtsbeugung begehen. Und diese Rechtsbeugung kann man natürlich auch vor Gericht ahnden lassen. Fassen wir sie doch an der Stelle, wo es Ihnen am wehesten tut, beim Geld. Wenn ihr euch mit diesem Gedanken anfreunden könnt, dann kommt mich doch besuchen. Es gibt am Donnerstag, den 17.01. um 9:30 Uhr beim Finanzgericht in Cottbus, Fanchonstraße 10, einen Gerichtstermin, wo es genau um diese Mehrwertsteuerfrage geht. Und ich wünsche mir natürlich so viel Öffentlichkeit und Resonanz, wie es irgendwie geht. Ihr würdet mich sehr unterstützen, einfach nur durch eure Anwesenheit. Ihr könntet euch in dem Sachthema schlau machen bei dieser Gerichtsverhandlung. Und natürlich stehe ich auch anschließend für persönliche Gespräche zur Verfügung. Ich würde mir wünschen, dass diesem Unrechtsstaat viel, viel mehr Dampf gemacht wird, indem die Bürger, die Menschen dieses Staates auch Gesetzeslücken nutzen, um gegen einen solchen Unrechtsstaat vorzugehen. Der Anlass zu kämpfen, also warum trete ich in den Widerstand, da ist es für mich besonders wichtig, weil ich Vater bin. Und ich möchte, dass meine Tochter und meine Kinder und Kindeskinder langfristig und dauerhaft ein friedvolles, eigenbestimmtes Leben führen dürfen. Genauso wie ich mir wünsche, dass ich ein friedvolles, eigenbestimmtes Leben führen kann. Ich kann aber nicht sehen, wie das funktioniert. Ich kann nicht sehen, wie das unter dem kapitalistischen System funktioniert. Und ich kann auch nicht sehen, wie das langfristig funktioniert unter der Herrschaft dieser Bankensysteme. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Studieren, beim Nachgucken und wir sehen uns, sofern ihr Lust habt und wollt, am Donnerstag. Auf Wiedersehen.